Ich meine, ich habe mir damals auch nicht mal vorstellen können, dass man das Ganze Vollzeit machen kann. Das war ein Hobby, so hat es auch angefangen, lange Zeit. Ich habe mit YouTube angefangen und damals schon sehr, sehr viele League of Legends Anhänger gehabt und habe dann gedacht, hey, machst du mal ein eigenes Turnier. Und schon sind wir beim Bannen drinnen, das hat etwas gedauert, das ist aber weniger schlimm, das bedeutet, wir können hier mal schauen. Xin Zhao wurde zuerst gebannt. Das natürlich. Und habe dann mein Netzwerk gefragt, ob ich denn kommentieren könnte. Dadurch den Kontakt zu Hendrik Ruhe bekommen, der quasi auch Mitgründer von Summoners Inn ist. Und wir haben uns damit auch so ein kleines Caster-Projekt aufgebaut. Er hat mir viele Turniere zur Verfügung gegeben, unter anderem mit Dr. Pepper Cup. Wir haben zwei wunderbare Kommentatoren für euch mitgebracht. Es sind Aim und Maxim. Viel Spaß! Moin, mein Name ist Maxim, aka Let's Read Small Books, und neben mir sitzt... Ich bin der Andi von Aim StarCraft. Wo ich dann auf der Gamescom zum ersten Mal sein durfte und Live-Erfahrungen gesammelt habe und gemerkt habe, alles klar, das muss dein Job sein, sowas willst du einfach machen. Und das Projekt ging immer weiter. Wir brauchten Co-Caster, wir haben noch andere Talente gefunden und Summoners Inn ist gewachsen, weil wir auch selber, glaube ich, einfach gewachsen sind. Es ist eine sehr interessante Geschichte bei mir tatsächlich. Ich kam morgens ins Büro und der erste Arbeitskollege kam rein mit einem dicken, fetten Grinsen und meinte, ja, Mori, freust du dich schon, dass League of Legends kommentieren? Und ich dachte so, hä? Ich mach doch gar nichts mit League of Legends. Einen wunderschönen guten Tag da draußen und herzlich willkommen zum Halbfinale des Dr. Pepper Cups. Und wurde richtig ins kalte Wasser reingeworfen. Also ich wusste gar nichts über die Spiel. Ich wusste nicht, was ein Blue Buff ist. Ich hatte keine Ahnung, wie irgendein Champion heißt. Also eigentlich ist das doch fahrlässig, dass man 10 Minuten im Spiel den Drachen komplett ignoriert, oder? Ja. Also, wäre jetzt so mein Verständnis, ich bin selber kein League of Legends Pro, das dürften die Leute im Chat auch schon gemerkt haben. Das war die erste Berührung, von da an hat es einige Monate gedauert, bis ich dann wirklich nochmal mit dem Projekt in Verbindung gebracht worden bin. Und wenn mich dann der Ehrgeiz packt, dann bin ich auch dabei und entsprechend seit letztem Jahr, dann Ende letzten Jahres bei Summoners Inn. Und das Ganze wird moderiert, beziehungsweise die Analyse-Ecke wird moderiert von Hand of Blood. Das heißt, wir haben den Troll gezähmt. Und damals kannte ich Maxim noch gar nicht so sehr, habe auch noch nicht in Berlin gewohnt. Und er hat mich gefragt, dass sie einen Moderator suchen und ob ich nicht Zeit und Lust hätte. So, da sind wir wieder beim Analysetisch. Es war sehr spontan. Ich habe damals noch studiert, bin dann nach Berlin gefahren und habe dieses Event gemacht. Die erste Moderation, ich war dann auf Klo und wollte mich umbringen, weil ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Ich wurde da ein bisschen reingeschmissen, aber dann im Laufe, es waren glaube ich 3-4 Tage, im Laufe des Events wurde es dann echt cool, hat mir mega viel Spaß gemacht und hat mir da noch geholfen zu dem Entschluss, dass ich das öfter mache. Zusammen bin ich eigentlich durch einen relativ lustigen Zufall gekommen, und zwar habe ich damals, als ich quasi entdeckt wurde, in einem Turnier, und zwar in der APS, gespielt. Mein Team war ziemlich schlecht und deswegen wollte keiner Teamleader sein. Also habe ich gesagt, gut, dann mache ich das halt. Und deswegen hat mich Max angeschrieben, ob ich in die Analyse-Ecke kommen möchte, sonst wäre das niemals passiert. Hallo, wir sind heute der analytische Part hier bei der deutschen LCS-Übertragung. Und ich bin Wieland, aka Romatra, und das ist... Hier ist Nico, aka Sola. Damals noch ziemlich bad, wie ich jetzt finde. Und wie schon gesagt, das Gold ist noch relativ ausgeglichen. Man sieht halt, dass die Trash-Ult einfach nur geused wird, weil er denkt, dass Yorick in die Backline diven wird. Aber hab mich dran gehalten, hab mich gesteigert und am Ende habe ich dann die Möglichkeit bekommen, hier als Vollzeitangestellter quasi anzufangen. Und ja, irgendwann bin ich dann auch wieder durch einen dummen Zufall quasi ans Casten gekommen und jetzt bin ich relativ oder sehr, sehr froh darüber. Glücklicherweise haben wir beide Teamkapitäne direkt vor Ort mit dem guten Niklas, der dann vielleicht doch die Antworten aus den beiden herauskitzeln wird. Jawohl, vielen, vielen Dank an die beiden Kommentatoren. Ich begrüße euch recht herzlich hier bei Summoners Inn. Wir haben das Halbfinale moderiert von LCS EU und NA. Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück in der Analyse-Ecke. Wir sind hier einfach sitzen geblieben seit gestern Abend. Ich habe mich keinen Zentimeter bewegt, wurde die Hose ausgewechselt, wie man vielleicht sieht. Aber ansonsten alles beim Alten. Und jetzt zum Einstieg so ein fettes Event mitzugestalten, ist natürlich eine starke Aufgabe. Aber auch eine unglaubliche Chance, und ich habe da unglaublich Bock drauf und ich weiß, dass es richtig, richtig fett wird. Also für mich persönlich war es sehr, sehr wichtig, dass wir so ein kleines Standbein haben für die deutsche Community. Es ist natürlich klar, dass das Finale auf internationalem Boden im Prinzip stattfindet und dass natürlich möglichst viel Platz geschaffen wurde, aber der nicht genug war. Und für mich und auch die Crew war es halt sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, wir haben mittlerweile so viel aufgebaut, wir haben so viele Live-Zuschauer, dass es halt auch Sinn macht, die Leute bei einem Event kennenzulernen. Also es ist auf jeden Fall besonders in dem Sinn, dass wir definitiv die besten Worlds, die wir jemals hatten, vom Skill her einfach sehen werden. Bin gespannt. SKT, ja, das ist mit Abstand höchste geratete Team hier gegen H2K. Source draußen. Oh, Marin! Super Piece, Rio nimmt ihn mit
keine Chance sehen. Oh, der Throw ist da. Cool Tigers gegen CLG. Unsere Analyse-Ecke hat am alle CLG gepickt. Viel schön davor gestellt. Stark gemacht. Oh, er kriegt ihn mit dem Death Ring. Der Arrow wurde von dem Smitty abgefangen. Aber der Rest kommt hinterher. Schöner Schaden. Cool, nicht mal 30 Minuten dauert das Spiel hier an. CLG wird einfach nur deklassiert von den Cool Tigers hier. Ja, wir begrüßen euch. SKT darf nur gegen Origin antreten. Bist du nicht gefallen? Die Vorlage. Oh, und Mario ist drin. Dran an X-Backe. Stark gemacht hier den Wegeblock. Hat schon ziemlich viel kassiert. Oh. Kann er nicht mehr rausflächen. Da kam noch der Rest hinterher. Mario übersteht das Ganze. Der Teleport. X-Backe will rein. Schöner Knock-up. Amazing Alex schon tot. Jetzt, aufgepasst. Nein, kriegt den Kataklysmus raus. Dann die Phalanxie ist und X-Backe weggedrückt. Und Misty auch nochmal mitgenommen. So ist Wilder rein. Oh, der kommt raus. Und das ist das Spiel. SKT ohne Probleme im dritten Spiel eindeutiger denn je. Origin hier komplett zerlegt. Nicht mal 26 Minuten braucht es. Ja, SKT Zeit. Steht einfach mal nach 25 Minuten 53 hier im Finale. Und denn Fnatic wird es nicht einfach haben. Cool Tigers, natürlich ein sehr, sehr verbissener Gegner. Map auf der Jagd, nehmt ihn auseinander. Kuro ist einfach der Killer hier. Huni nun wieder ganz alleine. Kann da nicht weg, hat schon offensiv gedasht. Kuro im Stundenglas. Smap rasiert die Leute mit dieser Klinge und ohne Probleme auseinander. Reno, der letzte Überlebende, bester Spieler hier in dem Team gerade. Aber es hat nicht sollen sein. Die Cool Tigers gewinnen einfach gegen Fnatic. Und super straight, super gerade und ein würdiger Finalteilnehmer. Die Leute, die das hier jetzt durchziehen, sind alles Leute, die mit vollem Einsatz für Summoners Inn stehen. Ich denke schon, dass es das größte alleinstehende deutsche Projekt bisher ist, was Events angeht. Und deswegen denke ich, dass das ein richtig geiles Ding wird. Und ich hoffe es natürlich auch. Wir sind hier, wir sind in Deutschland, das Finale ist in Berlin. Das bedeutet, es sollte auch möglichst groß zelebriert werden. Das ist unser eigenes Ding, unser eigenes Event. Wir stehen da zu 100% hinter. Wenn irgendwas schief geht, sind wir diejenigen, die das alles auffangen müssen. Ich wünsche mir persönlich, dass es einfach ein Riesending wird und dass die Halle einfach bebt. Ich freue mich am meisten auf die Leute, tatsächlich. Es ist einfach immer wieder geil. Als deutscher Kommentator hat man nicht ganz so viele Möglichkeiten, offline mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das, was wir bisher gemacht haben, ist halt im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen wollen, gar nichts. Es ist halt High Risk, was wir machen. Aber auch dieses Gefühl, diese Atmosphäre, das ist was Unbeschreibliches. Das Schreien, wenn ein Kill gefallen ist, das kann man nur haben, wenn man auch wirklich live vor Ort ist. Und das wird passieren. In dieser Arena, die wird einfach nur kochen. Wir können auch scheitern, aber werden wir nicht. Und wir vertrauen auch ganz stark in die Community, die wir halt aufgebaut haben, dass das nicht der Fall sein wird.